Seit Herbst 2014 bietet die WU Executive Academy eine neue Aus- und Weiterbildung an, den Universitätslehrgang Logistik and Supply Chain Management. Jetzt, knapp 2 Jahre später, konnten die ersten Absolventinnen und Absolventen im Rahmen der Abschlussfeier offiziell das Ende ihres Studiums feiern. Ich wollte berufsbegleitend eine Weiterbildung auf einem wirklich hohen Level absolvieren. Und da ist eben dieser Universitätslehrgang für mich der absolut beste Weg gewesen. Also ich habe das gelesen und habe gewusst, das ist es. Es gibt in Österreich nichts Vergleichbares. Ich habe schon mehrere Ausbildungen in meinem Leben genossen, aber dieses Studium an der Executive Academy war wirklich absolut top organisiert. Sehr interessante Fachvorträge, sehr auffrischende Exkursionen. Auch der Zusammenhalt unterhalb der Studierenden war exzellent und hat mir eigentlich dazu ein sehr, sehr positives Ergebnis gebracht. Der Bereich des Supply Chain Managements und der Logistik ergänzt eigentlich das bestehende Portfolio der Universitätslehrgänge sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat die Executive Academy erkannt und wir haben ein spannendes Programm auf die Beine gestellt und wie der Markt ja auch zeigt, das Programm wird angenommen. Logistik und Supply Chain Management sind für den Erfolg von Industrie- und Handelsunternehmen besonders wichtig. Dafür braucht es auch top ausgebildete Führungskräfte. Das ist für uns als Verkehrswirtschaft ganz klar. Wir brauchen die besten Köpfe in Österreich, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können und uns weiterentwickeln zu können. Und da finden wir, ist genau dieser Lehrgang der Theorie und Praxis in bester Form vereint, für uns ein sehr hoher Qualitätsmaßstab. Daher wurde nach der feierlichen Verleihung der Urkunden an die Absolventinnen und Absolventen die jahrgangsbeste Abschlussarbeit, auch mit dem von der WKO gestifteten Preis The Best of Logistics, prämiert. Die Überraschung für die Nominierten: da der Jury die Entscheidung nicht leicht fiel, wurden gleich 2 Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet. Ich bin baff. Muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe sehr viel Zeit investiert, sehr viel Arbeit. Die Arbeit ist dann letztendlich viel größer geworden, als ich es am Anfang mir vorgenommen habe. Aber es war irrsinniger Spaß dabei und ich bin sehr stolz darauf, dass ich es fertig gebracht habe. Und natürlich eine Auszeichnung, ja, macht mich auch stolz, klar. Da war ich wirklich sehr überrascht, weil ich auch die anderen Arbeiten von den Kollegen teilweise kannte. Und ich weiß, dass sie wirklich sehr hochqualitative Arbeiten geschrieben haben. Mit dem Abschluss in der Tasche sind die frisch gebackenen Logistik- und Supply Chain Managerinnen und Manager nun für ihre berufliche Weiterentwicklung gerüstet. Mein Vater ist selbst Unternehmer, Logistikunternehmer, und es steht typisch ein Generationswechsel in unserem Unternehmen an. Mein Vater möchte gerne in die Pensionierung anstreben und ich darf seine Fußstapfen übernehmen und das Unternehmen weiterführen. Ich komme aus der Praxis, ich bin schon fast 30 Jahre in der Logistik tätig und wollte mir sozusagen jetzt den akademischen Teil aneignen und einfach meinen Horizont erweitern. Ich bin schon sehr weit oben auf der Karriereleiter, aber natürlich denke ich, dass es sich sicherlich positiv auswirken wird.